Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 17. Einer reiht sich an den anderen. Kein Lufthauch dringt zwischen ihnen durch. Fest haftet jeder an dem anderen. Sie sind verklammert, lösen sich nicht. Hiob, Kapitel 41, Verse 8 und 9. Ariel war mit Rahel auf den Hof hinausgetreten, um die Rückkehr des Ureliten zu erwarten. Sie hatten schon vor Minuten gespürt, dass Daniel sich Chantalerand näherte. Jetzt konnten es nur noch wenige Augenblicke dauern, bis er am südlichen Himmel zu sehen sein musste. Tatsächlich konnten sie durch den Nieselregen schon bald einen kleinen, weiß-grünen Fleck vor den grauen Wolken erkennen, der mit erstaunlicher Geschwindigkeit größer wurde. »Konntest du von Daniel schon erfahren, ob wir neue Befehle aus Montsalvage haben?« fragte Rahel sie, ohne ihren Blick von dem näherkommenden Engel abzuwenden. »Nein, aber ich hatte nicht das Gefühl, als brächte er dringende Nachrichten für uns.« Es war sehr anstrengend für Ariel, aus der Ferne eine mentale Verbindung zu ihrem Scharbruder aufzubauen. Deshalb hatte sie sich nicht weiter darum bemüht, nachdem sie gespürt hatte, dass Daniel sich vollkommen ruhig auf das Fliegen konzentrierte. Abgesehen davon erwies es sich immer als äußerst schwierig, eine mündliche Botschaft auf gedanklichem Wege wörtlich weiterzuleiten. Bei solchen Botenflügen war ein Gespräch immer noch unumgänglich. »Dafür fliegt er aber ziemlich schnell«, erwiderte Rahel, während sie den näherkommenden Engel weiterhin wie gebannt beobachtete. Als Ariel dem Blick der Raphaelitin folgte, konnte sie bereits ein paar winzige Flügel erkennen, die den Fleck am Horizont mit regelmäßigen Schlägen vorantrieben. »Das ist nur sein persönlicher Ehrgeiz«, antwortete sie amüsiert. »Wenn Daniel allein unterwegs ist, fliegt er immer so schnell er kann.« »Ariel?« Rahel drehte sich unvermittelt zu ihrer Michaelitin um und sah sie an. »Ich bin sehr froh, dass du dich mit Maloriel jetzt wieder besser verstehst.« »Ich weiß«, Ariel nickte. »Ich bin auch froh darüber. Und ich danke dir, dass du mich daran erinnert hast, dass eine gute Michaelitin mehr als nur eine Kommandantin ist, Rahel.« »Ja.« Rahel zögerte einen Moment. Dann fuhr sie fort. »Aber... ihr habt euch immer noch nicht ausgesprochen, oder?« Für einen Moment schwiegen die beiden Engel. »Ich weiß«, die Michaelitin seufzte leise. »Aber es muss wohl sein.« »Du wirst das schon schaffen, Ariel. Da bin ich mir ganz sicher und die anderen wissen es auch.« Sie wusste, dass Rahel sie mit ihren Worten beruhigen und ermutigen wollte, aber der Gedanke an die Erwartungen der anderen lastete schwer auf Ariels Seele. Wenn es doch nur bloß um sie und Maloriel gegangen wäre, dann wäre alles so viel einfacher gewesen. Zum Glück schwebte Daniel im nächsten Moment mit weit ausgebreiteten Schwingen in den Hof hinab und riss sie aus ihren Gedanken. Leichtfüßig landete der Ureliet kaum einen Meter von ihnen entfernt neben einer Pfütze. Das feine Netz der Regentropfen auf seinem strahlend weißen Gefieder glitzerte für einen Moment in allen Regenbogenfarben, als er seine Flügel auf dem Rücken faltete. »Daniel vom Orden der Ureliten meldet sich von seinem Botengang nach Montsalvage zurück«, begrüßte er sie grinsend. Und nur seine tiefen Atemzüge verrieten ein wenig, dass er gerade die letzte Etappe eines tagelangen Fluges hinter sich gebracht hatte. »Es ist schön, dass du wieder bei uns bist, Daniel«, begrüßte ihn Ariel. »Was bringst du für Neuigkeiten aus Montsalvage?« »Der Prior wünscht, dass wir auf dem schnellsten Wege dorthin zurückkehren. Wir haben Befehl aufzubrechen, sobald Rahel unsere Truppe für marschfähig hält. Ich bin auf meinem Rückweg von Montsalvage bereits einer möglichen Route abgeflogen und ich denke, wir können uns ausschließlich durch sicheres Gebiet bewegen, ohne dafür größere Umwege in Kauf nehmen zu müssen.«
Ariel lächelte. »Gut gemacht, Daniel. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lange, bis wir nach Hause zurückkehren können. Was sagst du, Rahel?« »Die meisten Verwundeten haben sich inzwischen so weit erholt, dass ich denke, dass ihnen ein paar Tagen der Fluch nach Mount Salvage zuzumuten ist. Wir haben immer noch größere Vorräte an Mana und Nahrung. Damit sollte das kein Problem sein, alle bei Kräften zu halten. Sorgen mache ich mir um Aesiel und Carvuel. Ihre Verletzungen sind zu schwer und es wird noch mindestens einen Monat dauern, bis wir wieder fliegen können. Wenn wir über Land nach Mount Salvage reisen, brauchen wir auch mindestens einen Monat, überlegte Ariel, für die anderen von vernehmbar. Ich hätte da vielleicht eine Idee, meldete Daniel sich zu Wort. Vor einigen Jahren wurden nach einer Schlacht in den Pyrenäen Konstruktionen aus Seilen und Tüchern eingesetzt, um die Verwundeten aus einem besonders unwegsamen Gebirgsteil herauszufliegen. Vielleicht können wir die beiden Schwerverletzten auf diesem Wege nach Mount Salvage transportieren. Wir haben genug kräftige Flieger, die sich beim Tragen abwechseln können. Und wenn immer zwei Engel einen Verwundeten tragen, sollten wir dennoch einigermaßen zügig vorankommen. Das klingt, als sei es zumindest ein Versuch wert. Glaubst du, Aesiel und Carvuel werden es unbeschadet überstehen, Rahel? Ich denke schon, antwortete die Raphaelitin nachdenklich. Wir werden sicher viele Pausen machen müssen, aber ich glaube, es könnte gehen. Gut, dann machen wir es so. Rahel, du kümmerst dich darum, dass alle möglichst bald abreisebereit sind. Ich verlasse mich da ganz auf dich. Wenn du morgen sagst, dann fliegen wir morgen. Wenn du in einer Woche sagst, dann fliegen wir in einer Woche. Daniel, du bist dafür verantwortlich, dass wir bis dahin zwei brauchbare Tragen zur Verfügung haben. Lass dir von Rahel sagen, worauf du achten musst, damit die Verwundeten beim Transport nicht zu Schaden kommen. Und wenn du dich ein wenig ausgeruht hast, erzählst du mir, was es sonst noch Neues in Mount Salvage gibt. Die beiden Engel verabschiedeten sich mit einem kurzen Nicken von ihrer Michaelitin und zogen sich zurück, um den ihnen zugeteilten Aufgaben nachzugehen. Ariel legte die Schwingen an und blieb noch einen Moment allein im Hof stehen. Sie würden also bald wieder aufbrechen, dachte sie zufrieden. Es wurde auch höchste Zeit. So notwendig ihr Aufenthalt in Chantelleron zur Genesung der Verwundeten auch gewesen sei, Ariel hatte genug von der Untätigkeit. Ich bedauere, dass unsere gemeinsame Zeit hier bald zu Ende geht. Maloriel beugte sich vor, während Irene die Verbände auf seinem Rücken löste. Bist du nicht froh, dass du endlich wieder gesund bist und in deinen Himmel zurückkehren kannst? Sie betastete vorsichtig die dünne, bleiche Haut seiner Narben. Doch, natürlich bin ich froh, wieder gesund zu sein, aber ich werde unsere Gespräche vermissen. Irene lächelte verschmitzt. Ich werde sie auch vermissen. Er nickte ihr zu und lud sie ein, sich neben ihn auf sein Lager zu setzen. Die junge Frau zögerte nur einen kurzen Moment, dann warf sie die Verbände in den geflochtenen Wäschekorb zu ihren Füßen und setzte sich. »Und«, fragte er, »hat Ariel noch einmal mit dir über deinen flügellosen Engel gesprochen?« »Hiob ist nicht mein Engel. Warum sagen die Leute das bloß immer?« Sie lachte empört und ein bisschen unsicher, dann wurde sie wieder ernst. »Ja, sie hat mir erzählt, dass sie die anderen aus seiner Schar kennt und ihnen eine Nachricht zukommen lassen will, damit sie erfahren, dass ihr Bruder noch lebt.« »Hat Ariel auch gesagt, ob sie dir helfen kann, Hiob wiederzusehen?« Maloriel war neugierig zu erfahren, wie Ariel sich anderen gegenüber verhielt. Er hatte mit der Michaelitin zurzeit eine Art Waffenstillstand, aber er konnte noch nicht einschätzen, ob es die Ruhe vor dem Sturm war oder ob sie wirklich wieder zueinander finden würden. »Sie sagt, sie versucht herauszufinden, wohin Hiob gegangen ist.« »Aha.« Maloriel wirkte nachdenklich. »Weißt du, dass gestern ein Bote aus Mount Salvage hier eingetroffen ist? Vielleicht hat er ja Neuigkeiten über den Engel.« Irene sah den Rameliten aufgeregt an. »Meinst du, Ariel konnte schon etwas in Erfahrung bringen?« »Ich weiß es nicht, aber du kannst sie gleich selbst fragen. Da kommt sie gerade.« Ariel hatte die Trockenhalle betreten und kam jetzt direkt auf sie zu. Als Irene sie sah, sprang sie hastig von Maloriels Lager auf und strich verlegen ihre Schürze glatt.
Maloriel, hast du ein wenig Zeit für mich? Ich würde gern mit dir sprechen. Ariel wirkte besorgt, aber ihre Frage hatte freundlich geklungen und sie warf auch Irene einen warmen Blick zu. Es ist gut, dass du kommst, Ariel. Natürlich habe ich Zeit für dich. Aber Irene möchte dir vorher noch eine Frage stellen. Damit sah er seine Pflegerin aufmunternd an. Offensichtlich musste Irene allen Mut zusammennehmen, aber sie wandte sich mit festem Blick an Ariel. Maloriel hat erzählt, gestern sei ein Bote aus Montsalvage hier eingetroffen. Hat er dir vielleicht auch Neuigkeiten über Hiob gebracht? Ariel warf dem Rameliten einen kurzen Blick zu. Dann antwortete sie mit leiser Stimme. Ich habe wirklich etwas erfahren. Es sieht wohl so aus, als sei der Engel, den du Hiob nennst, nach Prag gegangen. Nach Prag gegangen? Warum das denn? Die Michaeliterin schüttelte bedauernd den Kopf. Mehr weiß ich leider auch nicht. Danke. Hab trotzdem vielen Dank, ehrwürdige Ariel. Damit ergriff Irene den Wäschekorb und ließ die beiden Engel allein. Maloriel sah ihr noch einen Moment nach, dann wandte er sich Ariel zu. Das war sehr nett von dir. Ach Unsinn, das hat mich doch keinerlei Mühe gekostet. Sie zuckte mit den Achseln. Ich hatte Daniel gebeten, in Montsalvage mit Varkanel zu sprechen und ihm mitzuteilen, dass wir über Kaliel erfahren haben. Aber offenbar waren wir nicht die Einzigen, die etwas herausgefunden haben. Varkanel wusste zwar nichts von Irene, aber er wusste auch, dass Kaliel nach Trondheim in den Himmel der Ragoeliten gebracht werden sollte. Niemand kann sagen, was dort passiert ist. Nur, dass der Himmel bereits lange zerstört war, als Kaliel ankam. Mir ist nicht klar, wie du auf Prag kommst, wandte Maloriel ein. Warum sollte der Engel dorthin gehen und nicht zu dem Himmel zurückkehren, in dem seine Schar stationiert ist? Die Motive seines Handelns kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass Daniel in Montsalvage Gerüchte über einen mysteriösen Hiob aufgeschnappt hat, der in Nürnberg aufgetaucht ist und sich angeblich auf dem Weg nach Prag befinden soll. Ich verstehe. Kaliel nennt sich Hiob und verschwindet. Ein Hiob taucht in Nürnberg auf und reist nach Prag. Du hast einfach nur eins und eins zusammengezählt. Richtig, gab Ariel zu. Aber Hiob ist nun wahrlich kein alltäglicher Name und ein Engel ohne Flügel ist sicher eine Erscheinung, die Rätsel aufgibt und guten Stoff für Gerichte liefert. Der Ramelit lächelte stolz. Jetzt dachte Ariel so, wie er es ihr beigebracht hatte. Worüber wolltest du eigentlich mit mir sprechen, Ariel? Sie schwieg und sah ihn lange forschend an. Für einen Moment hatte er das Gefühl, als wollte sie versuchen, in seinen Geist einzudringen, hätte es sich aber im letzten Moment anders überlegt. Lass uns an die frische Luft gehen, ja? Trotz des stürmischen Wetters verließen sie nicht nur die Halle, sondern auch den geschützten Hof und folgten langsam dem Weg hinunter ins Dorf. Obwohl seine Neugier groß war, hielt Maloriel seine Fragen zurück und wartete, dass Ariel von selbst anfing zu erzählen. Nach ein paar langen Minuten vernahm er ihre Stimme in seinem Kopf. »Stimmt es?«, fragte sie zaghaft, »dass du in mich verliebt bist?« Maloriel blieb wie angewurzelt stehen und starrte die Michaelitin verblüfft an. »Ich meine, hast du dich nur so blöd benommen, weil du eifersüchtig warst?«, fragte Ariel und marschierte stur geradeaus. »Ich habe mich blöd benommen?« stieß er erstaunt hervor und lief ihr hinterher. »Wer von uns beiden hat denn seit dieser unseligen Mission in Ibera total verrückt gespielt?« »Ich habe nur meine Pflicht getan.« »Ja, und hast dabei unsere Freundschaft mit Füßen getreten.« Fauchte Maloriel zornig. Auf einmal war die ganze Wut wieder da, und um ein Haar hätte er auf der Stelle kehrt gemacht und Ariel stehen gelassen. Doch jetzt endlich wandte die Michaelitin sich zu ihm um. Er sah, dass sie Tränen in den Augen hatte. »Kannst du nicht einfach meine Frage beantworten? Ich wollte mich nicht schon wieder mit dir streiten.« Betroffen sah er sie an und machte einen Schritt auf sie zu, aber sie wich vor ihm zurück. »Verzeih mir«, sagte er leise. »Ja, ich bin an dich verliebt. Zumindest war ich es. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, was ich jetzt empfinde, und vielleicht habe ich dich deswegen auch ein paar Mal vor den Kopf gestoßen. Aber ich bin nicht bereit, allein die Verantwortung für unseren Streit zu übernehmen. Dein Verhalten hat mich wirklich sehr verletzt, Ariel.« »Dann warst du also wirklich eifersüchtig«, stellte Ariel fest und wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. »Lag ich damit denn so falsch? Es stimmt doch, dass du auch für Hinaya mehr empfunden hast als schwesterlichen Respekt und Freundschaft.«
Ja, antwortete Ariel leise. Aber ich habe nie gewollt, dass dich das verletzt. Hiob war in Prag. Irene war über diese Neuigkeit so aufgeregt, dass sie sich kaum auf ihre Arbeit konzentrieren konnte. Nachdem sie einen Krug Tee verschüttet und die schmutzigen Laken, die sie von einem der Lager abgezogen hatte, auf das nächste wieder hatte aufziehen wollen, hatte Rahel sie kurzerhand vor die Tür gesetzt und ihr gesagt, sie solle sich den restlichen Tag frei nehmen und sich ausruhen. Zuerst hatte sie tatsächlich versucht, sich hinzulegen. Aber schon nach wenigen Augenblicken war ihr klar geworden, dass sie viel zu aufgeregt war, um ruhig in ihrer Kammer liegen zu bleiben. Also hatte sie sich trotz des mittlerweile heftigen Regens auf dem Weg hinunter nach Chantelorant gemacht. Aber wieso war Hiob bloß nach Prag gegangen? Hatten die Schergen der Kirche ihn dorthin verschleppt, nachdem sie festgestellt hatten, dass der Himmel von Trondheim zerstört war? Oder war er aus einem anderen Grund selbst dorthin gereist? Eigentlich war Irene Prag genauso fremd wie Trondheim. Bei keiner der Städte konnte sie sagen, wo genau sie lag oder auf welchem Wege man dorthin gelangte. Dennoch konnte sie sich viel eher vorstellen, nach Prag zu reisen als nach Trondheim. Sie wusste nicht genau, warum, aber es hatte immer außer Frage gestanden, dass sie Hiob nach Norwegen folgen würde. Prag hingegen schien auf einmal so viel näher zu liegen. Aber sie konnte doch Dominik und Marie nicht wieder ohne weiteres alleine lassen. Verärgert über sich selbst, setzte sie sich auf einen regennassen Baumstumpf am Wegesrand. Warum hatte sie bloß so ein ausgeprägtes Schuldbewusstsein? Konnte nicht über ihren eigenen Schatten springen? Sie brauchte sich doch gar keine Sorgen zu machen. Der Junge war bei seiner Großmutter gut aufgehoben und die beiden würden schon in ein paar Wochen ohne sie auskommen. Sie musste einfach herausfinden, was aus Hiob geworden war. Und nachdem sie von diesem schrecklichen Wittgenstein nichts mehr gehört hatte, seit er ihr Dominik zurückgebracht hatte, konnte sie von seiner Seite wohl nicht mehr viel Hilfe erwarten. Es wurde Zeit, dass sie diese Angelegenheit selbst in die Hand nahm. So war alles, was ihre Mutter zu ihren Plänen zu sagen hatte. Aber Irene konnte an der missbilligenden Art, wie sie ihre Augenbrauen zusammenzog, erkennen, dass ihr die Sache nicht gefiel. Ach Mutter, ich fühle mich immer noch schuldig, dass er gefangen genommen wurde. Und jetzt, da ich weiß, dass er in Prag ist, kann ich nicht einfach so tun, als sei nichts geschehen. Du weißt überhaupt nicht sicher, dass er in Prag ist. Ariel hat es mir doch gesagt. Ich dachte, der Engel hat gesagt, Hiob sei wahrscheinlich nach Prag gegangen. Vielleicht irrt er sich oder dein Hiob ist schon lange nicht mehr dort, wenn du die Stadt der Rameliten erreichst. Jetzt sei doch nicht so ablehnend. Ich spüre, dass er dort ist. Alles, worum ich dich bitte, ist, dass du ein paar Wochen auf Dominik aufpasst. Ich will aber mitkommen, meldete sich ihr Sohn jetzt zu Wort. Dominik war sofort Feuer und Flamme gewesen, als er erfahren hatte, dass seine Mutter nach Prag reisen wollte, um nach Hiob zu suchen. Kommt überhaupt nicht in Frage, erwiderten Marie und Irene wie aus einem Munde. Aber Hiob ist auch mein Freund. Er hat mich einmal gerettet und jetzt bin ich es ihm schuldig, ihn ebenfalls zu retten. Irene strich ihrem Sohn übers Haar. Das musst du diesmal deiner Mutter allein überlassen. Zwei arbeitsreiche Tage später waren alle bereit, nach Montsalvage aufzubrechen. Das Lazarett war abgebaut und der Tross aus Templern, Söldnern, Beginen und Monarchen hatte das Dorf bereits Richtung Süden verlassen. In der mittlerweile wieder fast leeren Trockenhalle des Gutshofes lagen die beiden schwerverletzten Engel in ihren an Hängematten erinnerten Tragen. Daniel hatte ganze Arbeit geleistet. Am Mittag hatten sie die Engel auf die Tragen erheben können, die er an ein paar Balken in der Halle festgebunden hatte. Rael hatte den Verletzten noch eine gute Ruhe verordnet, und so würden sie erst am nächsten Morgen aufbrechen. Nach den anstrengenden Reisevorbereitungen war diese Ruhepause für die übrigen Engel beinahe noch wichtiger als für die beiden Verletzten. Aber Rahel wusste, dass das keiner hören wollte, also hatte sie es wohlwisslich für sich behalten. Außerdem hatte die Raphaelitin jetzt auch noch Gelegenheit, sich in aller Ruhe von Irene zu verabschieden. Sie traf sie in der Küche,
wo sie Marie bei den Vorbereitungen für das Abendessen half. »Hallo, Irene«, rief sie von draußen durch das geöffnete Fenster. »Rahel, warte einen Moment, ich komme zu dir hinaus.« Rahel sah, wie Irene noch kurz mit ihrer Mutter sprach, woraufhin die alte Frau ihr durch die kleine Fensteröffnung einen langen Blick zuwarf. Dann trat sie durch die niedrige Tür auf den Hof hinaus. »Du wirst also auch morgen abreisen?«, fragte Rahel. Irene nickte und wischte sich den mehlbestäubten Händen an ihrer Schürze ab. »Ja, Daniel hat mir erklärt, wie ich gehen muss, um auf die nächste große Straße in die Richtung zu kommen, und ich hoffe, dort bald auf eine Reisegesellschaft zu stoßen, der ich mich anschließen kann.« Trotz der Erschöpfung, die ihr wie allen anderen überdeutlich ins Gesicht geschrieben stand, funkelten Irenes Augen unternehmungslustig. Rahel nickte zustimmend. »Pass bloß auf dich auf. Der Weg ist weit.« »Das hat Maloriel auch schon gesagt. Er war eben hier und hat sich von mir verabschiedet. Ich werde ganz bestimmt vorsichtig sein.« »Dann ist er gut. Ich wollte dir auch nochmal für alle deine Hilfe danken, die wir von dir bekommen haben. Außerdem habe ich etwas für dich.« Damit reichte sie Irene einen kleinen schwarzen Lederbeutel mit Manna. »Ich denke, das hier kannst du auf deiner Reise nach Prag sicher gut gebrauchen.« »Das kann ich unmöglich annehmen.« »Aber natürlich kannst du das. Wir haben mehr als genug davon, und für dich reicht das hier wochenlang zum Leben. Außerdem wirst du auf dem Hof nicht viel verdient haben, und die Reise nach Prag wird teuer werden.« Zögernd nahm Irene den Lederbeutel an sich. Er lag überraschend schwer in ihrer Hand. »Wie kann ich dir nur danken?«, fragte sie mit leuchtenden Augen. »Versprich mir einfach, heil zu deiner Familie zurückzukehren, und das bald, möglichst bald.« »Ich verspreche es dir.« Die Raphaelitin lächelte zufrieden. Sie bedauerte immer noch, dass Irene sich nicht dazu entschließen konnte, als Begine ihrem Orden beizutreten. Aber sie respektierte die Entscheidung der jungen Frau und hoffte, dass sie mit ihrer Reise Erfolg haben würde. Die Französin erwiderte ihr Lächeln. »Was werdet ihr tun, wenn ihr wieder in eurem Himmel angekommen seid?« »Ich denke, Maloriel wird sicher noch ein paar Tage Erholung brauchen, bis er ganz gesund ist, und dann werden wir darauf warten, dass der Prior uns auf eine neue Mission schickt.« »Wenn du Hiobs Schar triffst, dann sag seinen Schwarmgeschwistern, dass er ein ganz besonderer Engel ist und dass sie stolz auf ihn sein können, dass er ihr Bruder ist.« 6 Tage später stand Abgüilaum am schmalen Bogenfenster seines Arbeitszimmers und beobachtete, wie die 32 Engel aus Chanterau tief unter ihm auf der Flugplattform landeten. Eine Gruppe von Monarchen erwartete die Heimkehr bereits auf Anweisung des Priors. Guillaume konnte erkennen, wie die kleinen grünen Punkte die weißgeflügelten Engel umschwirrten und die beiden verwundeten Engel übernahmen, um sie in den Krankenflügel des Himmels zu bringen. Mittlerweile war fast die Hälfte der nach Frankreich entsandten Truppen wieder in den Himmel zurückgekehrt. Die übrigen würden noch einige Zeit als Besatzungstruppen in den befreiten Städten bleiben, um dort die Ordnung wiederherzustellen. Guillaume war mit dem Ausgang des Feldzugs zufrieden. Mit dem Sturm auf Tours war es den angelitischen Truppen endlich gelungen, den vereinten Widerstand der Ketzerstände zu brechen, und das ohne allzu große Verluste. Natürlich wusste er auch, dass die Schlachten in Frankreich nicht die letzten gewesen waren, sondern dass in diesem Moment in anderen Ecken der Welt mit Sicherheit neue Aufstände entflammten. Dennoch war es ein gutes Gefühl, diesen Feldzug erfolgreich abgeschlossen zu haben. Als es einige Augenblicke später an der Tür klopfte, saß er noch immer am Fenster und beobachtete die Wolken, die der scharfe Wind im Norden immer wieder zu neuen, prächtigen Formen auftürmte. »Herein«, sagte er, ohne sich umzusehen. Die Tür öffnete sich fast lautlos und die melodische Stimme seines Adjutanten erklang. »Ehrwürdiger Ab, wie von euch angeordnet, wartet die soeben heimgekehrte Michaelitin im Audienzzimmer.« »Gut, ich komme.« Nach einem letzten Blick auf das Schauspiel am Himmel wandte Abguilaum sich um und ging in das Audienzzimmer hinüber. Wie der Adjutant gesagt hatte, erwartete Ariel ihn bereits. An ihrer Seite stand Maloriel, ihr Ramelit. Er sah noch blasser aus als sonst,
Dennoch war seine Stimme voller Kraft, als er ihn begrüßte. Die Erzengel mögen euch segnen, Abgüllaum. Die Boten des Lichts sind erschienen, um euch Bericht zu erstatten.